Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute mal eine Humatics Box, die Box R 4K Plus, um ganz genau zu sein. Die Box würde von mir, wenn ich es denn vergeben wollen würde, und wenn wir damit mal anfangen, 11 Punkte kriegen von 10 möglichen, wobei 10 das Beste ist natürlich. Warum dies so ist, klären wir am Ende des Videos und fassen das nochmal zusammen. Gucken wir uns Step by Step mal die Box oder die Eigenschaften an, die die Box mitbringt. Als allererstes muss man ganz hoch loben, dass viele Funktionen oder Unterstützung gegeben sind, die vielleicht vereinzelt bei manchen Boxen zu finden sind, die ja aber alle reingepackt sind. Ja? Wir fangen mal an. 4K löst natürlich auf mit 60 FPS, HDR10+. Und für alle, die vom Sound nicht genug kriegen, eine vernünftige Anlage haben, System. Die Box unterstützt Dolby Atmos und Dolby Vision. Gerade Dolby Atmos ist sehr selten zu finden, wird von der Box unterstützt, also kriegt ihr hier auch mit. Und was ein ganz großer Pluspunkt ist, wie ich finde, ist, dass sowohl Arbeitsspeicher als auch interner Speicher wirklich genug vorhanden ist. Fangen wir mal mit dem Arbeitsspeicher an. Ihr habt hier nicht 1 GB wie die meisten Boxen, wobei 1 GB nicht schlecht ist. Und jede Box hat auch seine Daseinsberechtigung. Es hängt aber immer davon ab, was wollt ihr damit machen. Und wie weit in die Zukunft wollt ihr planen mit so einer Box? Am besten schafft man sich ja so eine Box an und dann hat man erstmal ein paar Jahre Ruhe. Und hier ist nicht 1 GB Arbeitsspeicher, nicht 2, nicht 3, sondern 4 GB RAM. Und gerade wenn ihr mit großen Mediatheken arbeitet, ihr Kodi habt, viele Apps installiert habt, ihr einfach die Box ausreizen wollt, habt ihr mit 4 GB enorm viel Speicher für so eine Android-TV-Box vorhanden. Kommen wir zum internen Speicher und da ist auch ein großer Pluspunkt mit 32 GB intern eMMC, seid ihr gut aufgestellt. Die meisten haben ja 8 GB, ist auch okay, aber jetzt stellt euch mal vor, die 8 GB sind voll, ihr habt vielleicht einen USB-Stick dran, wenn ein MicroSD-Slot vorhanden ist bei der Box, macht ihr da eure Speicher rein. Versucht die Apps auszulagern, aber nicht alle Apps unterstützen diese Auslagerung, sprich irgendwann ist vorbei, ihr müsst Apps aussortieren, sollte hier nicht passieren bei 32 GB eMMC. Und dann kommen wir zu meinem Lieblingsthema, nämlich Zertifizierung. Die Box ist natürlich Google zertifiziert und wie wichtig das ist, möchte ich hier nochmal festhalten. Es gibt viele Boxen um die 30, 40, 50 Euro, vielleicht auch bei AliExpress, habt ihr bestimmt schon mal öfter gesehen, vielleicht hat der ein oder andere die auch schon mal gekauft und nennt sie sein eigen. Eine Zertifizierung ist immer für euch wichtig, um die Updates direkt von Google zu bekommen. Hier ist Android TV 11 drauf, sprich wenn Google für die Box ein Update bringt, bezieht die Box direkt von Google das Update und ihr kriegt auch alle relevanten Sicherheitsupdates. Und Sicherheit ist ein ganz großes Thema und gerade wenn ich meine privaten Daten eingebe, fangen wir bei Google an. Ein Google-Konto braucht ihr, um Apps zu installieren, um Spiele zu installieren und so weiter und so fort. Dann möchte ich doch, dass die Box lizenziert ist und dass Google seinen Segen gibt und dass ich vor allen Dingen die Apps, die ich installiere, auch in der Version kriege für eine Android-TV-Box. Weil ihr werdet es vielleicht schon mal erlebt haben oder ich habe es oft genug gesagt, bei diesen Bastelbuden-Boxen, nenne ich sie jetzt mal, wenn da nur eine mobile Version drauf geht, die normalerweise auf dem Handy oder auf dem Tablet drauf ist, dann fangt ihr an, eine Maus zu nehmen oder eine Tastatur, weil ihr eure Daten nicht mit der Fernbedienung eingeben könnt und eine riesen Tastatur drauf habt oder nicht in 4K auflösen könnt. Also meiner Meinung nach, lasst die Finger von diesen Bastelbuden-Boxen, holt euch eine zertifizierte, um so sicher zu gehen, dass ihr A, safe seid, die neuesten Updates kriegt und auch in den vollen Genuss aller Apps kommt. Ja, nicht, dass ihr anfangt, dann vielleicht 30, 40, 50 Euro auszugeben, seid gehypt vielleicht von schicken Bildern und den Texten und stellt fest, ja, die 30, 40, 50 Euro hätte ich mir auch sparen können. Und dann kommen wir mal zum unverbindlichen Preisempfehlung, zum UVP. Die liegt ja bei 149 Euro. Wir reden selten über den Preis von der Box, das erste Mal. Aber wenn ich überlege, dass diese Zertifizierung den Hersteller auch Geld kosten, das kriegt er nicht einfach so mit oder er sagt, ey, ich hätte gerne eine Google-Zertifizierung oder Netflix oder Prime Video oder Disney Plus, sondern der Hersteller bezahlt natürlich dafür und das schlägt sich dann natürlich auf die Box aus. Aber wenn ich überlege, was ich hier an geballter Technik kriege und wie stark die Box aufgestellt ist mit den ganzen Funktionen, denke ich, sind 149 Euro gut investiertes Geld in die Box. Gucken wir uns mal die Box als solches an. Und auch da musste ich feststellen, wo ich mir die Box angeguckt habe, dass sie, gut, ihr könnt es jetzt nicht fühlen oder sehen, ich kann es euch nur sagen, ich habe die Grammzahl jetzt noch nicht im Kopf, aber die ist relativ schwer. Ne? Man merkt hier schon, hier ist Technik verbaut, ist auch in so einem schicken Weiß gehalten, das Ganze nochmal silber abgesetzt hier, macht was her, wie ich finde. Dann kann man die Box auch mal zeigen und stehen lassen. Hier vorne habt ihr dann so einen Streifen, der je nachdem, was für ein Zustand die Box hat, ob es Standby, ob es an ist oder wie auch immer, unterschiedlich leuchtet, finde ich ein ganz cooles Gimmick. Und kommen wir mal zuerst zur Rückseite. Hier ist ein USB-C-Port
Und hier steht auch Bonus-Szene coming from this connector wait a while. Also hier wird noch irgendwas kommen, man soll noch eine Weile warten und it's a surprise. Das ist eine Überraschung. Ich bin gespannt. Habt noch gar keine Vorstellung, wenn ihr vielleicht eine Ahnung habt oder schon mal was gelesen oder gesehen habt, was Homematics davor habt, immer bitte gerne her in die Kommentare. Und dann gucken wir uns mal die Rückseite an. Da habt ihr ein Netzteil, einen LAN-Anschluss und da kommen wir zur nächsten Besonderheit. Der LAN-Anschluss unterstützt 1000 Mbits, also 1 Gigabit. Und damit ist die Box schon wieder ganz weit vorne, weil habe ich bei einer anderen Box noch nicht gesehen. Und wenn ihr einen 1000 Mbit Anschluss habt, dann könnt ihr die Box auch mit 1000 Mbits füttern. Und gerade wenn ich große Inhalte streamen will, 4K, 60 FPS später, vielleicht noch größere Dateien oder wie auch immer, seid ihr gut aufgestellt, dass die Box auch eure Leitung verträgt oder die Geschwindigkeit auch aufnehmen kann und umsetzen kann. Ansonsten habt ihr HDMI 2.1 mit HDCP 2.2, einen AV-Anschluss, einen optischen und einen USB-C. Ja? Ansonsten hier ist nichts, es ist schön clean gehalten, hier auch. Und hier habt ihr nochmal einen USB 3.0, einen USB 2.0 und habt einen Reset-Knopf, auch nicht verkehrt. Vermisse ich auch immer wieder mal, wenn ich mir Boxen angucke, weil was mache ich, wenn nichts mehr geht? Und das kann passieren, ist auch nur Technik, ist auch nur Software, kann immer mal vorkommen, da bin ich super tief entspannt, Technik ist Technik und nichts ist perfekt und Fehler werden nun mal durch Updates behoben. Und wenn es aber mal softwaretechnisch nicht mehr weitergeht mit der Firmlink oder so, könnt ihr hier das Ganze resetten. Also eine ziemlich schicke Box, wie ich finde. Und wenn wir zur Firmlink kommen, ist es die klassische Android-TV-Firmlink, sage ich mal. Hier ist die Rakete und Rakete war auch, bevor ich dieses Symbol gesehen habe, das, was ich gedacht habe, bevor ich die Box hatte, ich wusste ja, dass sie kommt und bin auch froh, dass ich die euch hier vorstellen kann. Diese Rakete ist ein Knopf, wo ihr quasi irgendeine individuelle App belegen könnt, um eine Schnellwahl zu haben. Ansonsten habt ihr Prime Video, Netflix, YouTube und die gängigen Tasten und auch natürlich Hey Google, dass ihr sagen könnt bei der Einrichtung Hey Google, meine Geräte. Und schon fängt Google an, euer E-Mail-Konto zu übernehmen, euer Passwort müsst ihr nicht eingeben. Ihr habt eure WLAN-Verbindung, falls ihr die mit übernehmen wollt, wenn ihr nicht über den LAN geht. Und schon seid ihr fertig und könnt loslegen. Und natürlich bei der Einrichtung schlägt ihr euch auch vor, welche Apps mit drauf sollen, die ihr schon mal installiert habt, woanders oder wie auch immer. Dementsprechend ist natürlich auch ein Mikrofon. Und ihr könnt hier Google natürlich auch sagen, Mensch, zeigt mir die aktuellsten Actionfilme oder, oder. Also ihr merkt schon, rein von der Ausstattung fehlt der Box wirklich an nichts. Wenn euch was fehlen sollte, bin ich mal gespannt. Schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr was gefunden habt, wo ihr sagt, hey, das fehlt, bin ich gespannt. Dann schauen wir uns mal nochmal das Menü an, so ein bisschen die Box. Ich sag mal, wichtig ist hier wirklich zu wissen, was an technischen Eigenschaften die Box mitbringt. Für mich meine momentan Lieblingsbox, also ich feiere die wirklich sehr, alleine schon wegen dem Arbeitsspeicher, wegen dem internen Speicher und auch wirklich mit den ganzen Möglichkeiten wie Dolby Atmos etc. pp. Und auch den 1000 Mbit-Anschluss, weil den habe ich und ich freue mich, wenn viele Geräte hier irgendwie am Machen und Tun sind. Klar wird es aufgeteilt, aber wenn ihr wirklich aus dem Vollen schöpfen kann, das was da ist oder wenn nur die und ich hier große Inhalte, zum Beispiel über mein NAS streame und es dann nicht zu Rucklern kommt. So, bevor wir anfangen mit der Box, mal so ein kleiner Ausschnitt von so einem Video, was ich euch mal zeigen wollte, wo ihr auch mal merkt, was Dolby Atmos bedeutet, wenn man natürlich dementsprechend Dolby Atmos auch ausgeben kann mit seinen Geräten zu Hause. Aber zum Testen des Ganzen ist natürlich auch so schick, hört sich so schon gut an, aber kommt natürlich nicht an ein Dolby Atmos System. Ja, so viel dazu. Das kann man sich gerne auch mal so angucken. Man kann sich auch auf YouTube natürlich auch mal so ein bisschen 4K-Inhalte angucken, wer so bei 4K so ein bisschen neu ist. Auch mit 60 Bildern pro Sekunde, damit man da auch schon mal einen Unterschied sieht. Oder einfach mal so ein Testvideo sich anguckt. Und die Box macht natürlich in jeglicher App 4K mit 60 FPS. Das ist für mich dann schon fast selbstverständlich, wenn ich so eine Box vor mir habe und wir diese testen. Ihr seht hier schon, ich habe hier viele Apps installiert, ich habe mit Kodi ein bisschen rumprobiert, ich habe zu Hause selber NAS, habe da viel drauf liegen, arbeite damit viel.
Da sind große Dateien drauf, kleine Dateien drauf, 1080p, also Full HD, 4K-Inhalte, in verschiedensten Formaten, ob es eine MKV ist oder eine MPEG. Aber die Box spielt im Zusammenhang nicht nur mit Kodi, auch im VLC-Player oder was auch immer, alles sauber weg und gut. Hab die Box auch bei mir zu Hause mal mit dem LAN getestet, weil ich eine 1000 Mbit-Leitung habe. Und was soll ich sagen, es funktioniert halt und es macht, was sie soll. Und das darf man erwarten und das bringt die Box dann aber auch und macht die Box auch. Die anderen Apps habt ihr auch alle, ob die gängigsten Streaming-Anbieter, Wow, Apple TV, Netflix, wie sie alle heißen. Und wenn wir jetzt mal reingehen im Play Store, habe ich natürlich auch das ganze andere Klassische, was ich kenne, meine ganzen Mediatheken vom Öffentlich-Rechtlichen, Zattoo, wenn ihr jetzt zum Beispiel Fernsehen gucken wollt übers Internet und da ein dementsprechendes Abo habt. Also ihr seht schon, es ist, ja, wie soll es anders sein? Die Box ist, ich sage es jetzt mal nicht, schreibt es gerne in die Kommentare, was ihr sagen wollte. Aber ihr könnt jegliche App drauf installieren, könnt loslegen und egal, was für Ansprüche ihr habt oder was ihr mit der Box machen wollt, das funktioniert dann auch dementsprechend. Und was mir aber auch sehr positiv aufgefallen ist, das muss man einfach mal sagen, wenn ich so ein bisschen mit der Box rumgespielt habe und gemacht und getan habe, ich merke schon, dass das Ganze irgendwie, vielleicht bilde ich es mir ein, aber ich finde nicht, dafür habe ich zu viele Boxen gesehen und auch wenn mal ein paar Apps drauf sind, dass das Ganze flüssig läuft und dass es hier zu keinerlei Verzögerung kommt und das ist egal, was ich mache, woraus ich gehe, wo ich wieder reingehe und was ich so alles mache. Wir gehen mal in die Einstellung und da bei Geräteeinstellung habt ihr denn hier nochmal die Tastenbelegung, die habe ich jetzt gerade hier auf Wow gelegt, dass immer, wenn ich auf das Raketensymbol klicke, die Wow-App geöffnet wird, habt ihr eine andere App dementsprechend installiert, wählt ihr die aus und könnt es auch hier über das Menü wieder ändern. Dann können wir auch mal in den Speicher gehen, da sind 28 GB interner gemeinsamer Speicher. Vergesst nicht, wie bei Festplatten, so ist es auch bei anderen. Ihr braucht ja ein bisschen Platz fürs Betriebssystem, nicht wahr? Für Updates und so weiter und so fort. Ansonsten Chromecast Built-in ist natürlich auch mit bei, dass ihr eure Inhalte vom Smartphone, vom Tablet über die TV-Box auf euren Schirm bringen könnt, Fernsehen, Beamer oder was auch immer ihr habt. Und bei Info gucken wir nochmal. Da ist dann auch Android TV 11 und wird dann auch, sobald fertig ist, von Google die neuesten Updates bekommen. Ich habe jetzt nochmal eine Runde Asphalt 8 angemacht. Ihr könnt ja mal schreiben, was wir ansonsten so für Spiele mal testen können oder was für Spiele, wenn ich eine Box teste, mal gezeigt werden kann oder soll, was ihr mal sehen wollt. Aber hier seht ihr, also das läuft flüssig. Hier gibt es nichts, was ruckelt oder verzögert oder man hat das Gefühl, man guckt hier irgendwie, na, so, man guckt hier irgendwie mit 15 oder 20 FPS, da gibt es keine Verzögerung. Wenn ihr noch andere Einsatzgebiete sehen wollt oder Vorschläge habt, wie gesagt, immer in die Kommentare rein. Ich bin für alles offen, was wir testen können und sollen. Aber hier wäre das Video natürlich endlos. Wir könnten jetzt alles durchspielen, aber anhand der Hardware wisst ihr ja schon, was die Box imstande zu leisten ist und wie sehr ihr die Box ausreizen könnt und was für Einsatzgebiete ihr auch immer habt. Das obliegt dann euch. Dass die Box das dann natürlich dann auch dementsprechend bewerkstelligt. So viel zu Homematics Box R4K Plus. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und jetzt wollen wir mal nochmal zusammenfassen, warum ich finde, dass die Box wirklich eine sehr hohe Bewertung verdient hat oder die beste von den Boxen, die ich bis jetzt testen konnte. Kommen wir zu Punkt 1, Dolby Vision. Punkt 2, Dolby Atmos. Beides in einer Box, um somit, wenn ihr eine dementsprechende Anlage oder System habt, das auch mit der Box genießen könnt und nutzen könnt vor Ort, einen 1 Gigabit LAN-Anschluss, um, wenn ihr per LAN das Ganze verbindet, auch eure schnelle Internetleitung nutzen zu können. Wi-Fi 6 ist natürlich auch mit an Bord. Ihr habt HDR 10 Plus, 4K 60 FPS löst die Box auf. Ihr habt Bluetooth 5.0, Android TV 11. Google zertifiziert und einen USB-C-Anschluss. Und Punkt 11 ist genau der Punkt, den wir das nächste Mal klären im neuen Video. Da möchte ich euch noch was zeigen und was die Box für mich noch mehr und auch besonders macht. Also Kanal abonnieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Die Glocke aktivieren, damit ihr auch benachrichtigt werdet, wenn das neue Video kommt. Und dann sehen und hören wir uns beim nächsten Video. Bis dahin, ciao.